Ihr bekämpft euch also gegenseitig. Das sind nicht meine Männer. Ihr seid Gesetzlose. Ja, aber keine Stauchdiebe. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich wollte den hier. Warum? Er war eine Gefahr für mein Volk. Dein Volk? Für die Leute von Sherwood Forest. Hört sich an, als ob sie dein Eigentum wären. Niemand ist das Eigentum eines anderen. Also ich tausche 4 Sarazenen auf dem Sklavenmarkt in Narbonne gegen mein Pferd. Du redest Unfug, mein Freund. Gut, ich habe einen Sarazenen für euch. Ein freier Mann, nicht für 1000 Pferde zu kaufen. Hearn beschützt uns. Hearn beschützt uns. Auf König Richard. Auf König Richard. Auf König Richard. Auf König Richard. Wie ist euer Name, Sir? Ich bin der Chevalier de Guise. Schon wieder so ein komischer Franzose. Nein, ich bin Engländer. Mit dem französischen Namen, was? Namen sind Schall und Rauch. Doch Sie sagen mir, wer die Herren sind. Also meistens keine Engländer. Fast immer sind es Normannen. Ich meine, das ist bedeutungslos. Sie haben das Land zu dem gemacht, was es ist. Ja, zu Ihrer persönlichen Sparbüchse. Ja, so ist es schon. Sie quetschen uns die Steuern aus den Rippen. Sie brennen unsere Dörfer nieder. Es schert Sie nicht, dass unsere Felder verdorren. Wenn König Richard eines Tages zurückkommt... Wir lernen Schweine fliegen. Das Lösegeld ist bereits bezahlt worden. Die wollen uns nur Sand in die Augen streuen. Nur die Hälfte der Edelleute will ihn zurückhaben. Sein Bruder John gehört sicher nicht dazu. Alles nur Theater, um den Armen noch mehr Geld abzunehmen. Ich sage euch dies. Du sagst uns gar nichts, französischer Fettsack. Na, was ist denn? Was ist denn? Komm doch. Na, komm schon. Komm. Will. Jetzt müsst ihr bezahlen, Alter. Bezahlen? Naja, fürs Essen und Trinken. Aber ich dachte, ich bin euer Gast. Natürlich seid ihr das. Einer von vielen. Aber in der Schenke müsst ihr auch bezahlen. Dann bedanke ich mich für eure Gastfreundschaft. Augenblick, ich hab's aufgeschrieben. Das war das Wegbrett und das waren 5 Bier. Ja, denkt ihr denn, ich trage Geld mit mir rum, wenn ich auf die Jagd gehe? Sein Pferd sieht ganz gut aus. Oh. Für ein bisschen Essen und Trinken? Für diesen Braten haben wir unseren Kopf riskiert. Ja. Ja. Nun gut. Ihr bekommt für euer Pferd 4 Männer. Unsere Köpfe sind mindestens das Doppelte wert, also stimmt die Rechnung. Es ist nicht weit nach Nottingham. So gegen Abend erreicht ihr es gewiss. Und so ein Fußmarsch macht Appetit. Also ich werde euch einen Vorschlag machen. Ein Einzelkampf, das Pferd für den Sieger. Bis zum blutigen Ende? Nein, 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 nein. Kein Blutvergießen. Nur ein Ringkampf Mann gegen Mann. Oh, nicht schlecht. Den schaffst du doch leicht, Huck. Ich weiß nicht, ich glaube... Na, wer denn? Wieso nicht? Ist ja ein schönes Pferd. Oh, John. Ja, ja, ja. Erste Runde Ende. Ja, ja. Ja, jetzt hast du ihn. Little John, Little John. Ja. Zweite Runde ist klar bei dir, John. Komm hoch. Ich reite nach Nottingham. Wer seid ihr? Robin! Löwenherz. Ihr werdet heute Abend in Nottingham erscheinen. Ihr seid zum Mahl geladen. Gehst du nach Nottingham, Robin? Es wiegt alles andere auf, hat er gesagt. Ich weiß, was er gesagt hat. Aber wenn er sich's anders überlegt. Er hat uns vergeben, Will. Ich traue nur sehr wenigen Menschen. Ich sehe sie mir immer genau an. Ich gehe für jeden von euch durchs Feuer. Aber auf keinen Fall nach Nottingham. Die ganze Normandie östlich der Seine?
Ja, aber nicht Rouen. Wie viele Ländereien hat mein kleiner Bruder John denn noch verschenkt? Entschuldigt mich, mein hoher Herr. Was gibt's denn, Mann? Ich bringe euch ein Geschenk, mein König. Ein Geschenk bringt ihr? Nun, lasst sehen. Hier habt ihr den berüchtigten Gesetzlosen, genannt Robin Hood, mein hoher Herr. Und seine Gefolgsleute haben wir auch gefasst. Die Frau war das Mündel von Abt Hugo, bevor dieser Unhold sie entehrte. Der Kerl lügt. Und dieser abtrünnige Mönch war des Sheriffs Kaplan. Sie wollten gerade ins Schloss eindringen, als ich sie gefasst habe. Sie wollten ins Schloss eindringen, ja? Ausgezeichnet. Sicher waren sie gerade dabei, die Mauern der Burg zu erklimmen und uns alle zum Kampf zu fordern. Oder wollten sie uns nur umzingeln und uns belagern? Natürlich nicht, mein Gott. Natürlich nicht! Na, was hatten sie denn nun vor? Majestät, ich... Ihr könnt euch wohl nicht vorstellen, dass ich sie eingeladen habe, was? Eingeladen, Majestät? Eingeladen, Nasenbär Gisbern. Ich habe Ihre Anwesenheit hier erwartet. Ihr habt sie eingeladen? Aber warum? Weil ich der König von England bin, dummer Junge! Befreie sie von den Fesseln, Junge! Danke. Junge. My Lord, ich jagte heute ohne Eskorte im Sherwood Forest. Nicht als euer König. Ich war der Chevalier de Cussé. Ein reicher Edelmann, ein Ritter. Auf diesen Mann hatte ich es abgesehen. Aber als dann mein Leben in Gefahr war, erwies er sich im Kampf als mein Beschützer. Und ich sage euch, hätte ich auch nur ein paar hundert von denen, die hier vor mir stehen, ich würde Jerusalem stürmen und es einnehmen. Gebt ihnen was zu essen. Du hast das Wort, Robin. Mein hoher Herr, wir danken euch für eure Gnade. Ja, wir jagten euer Wild. Aber wir konnten doch nicht nur Gras fressen. Und die wir beraubt haben, waren reich, hatten Säcke voll Geld. Aber die Armen hatten nichts zu beißen. Und sie verloren ihre Freiheit und Würde. Sie wurden behandelt wie... Sehr gut gesagt. Genug geredet. Das war die Stimme des Volkes, my Lords. Er fürchtet sich nicht, die Stimme zu erheben gegen Ungerechtigkeit und Verrat. Das werde ich nie vergessen, solange ich lebe. Ich der Sheriff auch nicht. Wem schwankt der Boden unter den Füßen? Wieso? Weil er den Bruder des Königs unterstützte. Und der Abt genauso. Alle hängen die Fahne nach dem Wind. Ja, natürlich, natürlich sind sie jetzt alle verrückt. Du wirst sehen, jetzt werden sie alle versuchen, ihm in den Hintern zu kriechen. Ich habe sie begnadigt, Lord Hubert. Und damit gehören sie mir. Der Wolf hat noch nie einem Löwen gedient, mein König. Der wird der Erste sein. Dankt eurem Schöpfer, dass ihr noch lebt. Ich weiß. Ich sollte öffentlich erniedrigt werden. Ja. Wenn ihr mir vor einem Monat gesagt hättet, dass ich mit Robin Hood an einem Tisch... Vor einem Monat war Richard noch Gefangener auf dem Festland. Und ihr wart Herrscher hier. Der König hat nach dir gefragt. Der König? Wie sind wir denn in diesen Stall gekommen? Ihr seid hergetragen worden. Von wem denn? Von Soldaten. Von Soldaten. Hast du noch ein bisschen Wasser für mich übrig? Ja. Guten Morgen. Die Franzosen haben Neuburg genommen. Vermutlich auch Conches und Breteuil. Und was ist mit Verneuil? Bisher nichts Neues. Die halten durch. Einen Monat bestimmt nicht. Ihr braucht länger als einen Monat. Ah, da ist ja Robin Hood. Kämpfst du mit mir in der Normandie? In der Normandie? Er zwingt den Abt, dir deine Ländereien zurückzugeben. Und wenn der Krieg gewonnen ist, werden wir Amtmänner in Sherwood Forest. Dafür kämpfen wir in der Normandie? Ja. Aber was wird dann aus mir? Ich will doch nicht zurück. Na, du bleibst ein Mönch und lebst weiter mit uns im Wald. Oh. Matsch,
Geh zu Will und hol ihn nach Nottingham. Ja, Robin, nach Nottingham. Was soll ich ihm denn sagen, Robin? Sag ihm, wir sind frei. Sag ihm, wir kämpfen für den König. Gut. Ich werde keinem von der Bande hier weiter trauen, als ich spucken kann. William de Albini, Graf von Arundel. Wo ist der Sheriff? Hält sich bedeckt, der Junge. Ist ein bisschen abgerutscht in der Hackordnung. Jetzt geraten wir aber nicht gleich in Panik, Junge. Ich werde nie in Panik geraten. Man stelle sich das vor, er begnadigt Robin Hood. Je eher Richard aus England verschwindet, desto besser. Ich tue euch kund, um zu wissen, dass wir euch hierher beordert haben, um Gericht zu sitzen über unseren verräterischen Bruder, John Graf von Mortain. Aufgrund seiner Intrigen sucht Philipp von Frankreich jetzt die Normandie heim. Montreuil ist verloren. Vendôme ist verloren. Ebenso die Burgen der Touraine. Bis weit hinunter nach Sens haben sich unsere Vasallen Frankreich unterworfen. Jedoch in England haben wir all denen Pardon gewährt, die gegen uns waren. Selbst hier in Nottingham. Aber wir wissen, dass auch Vergebung ihren Preis hat. Genau wie die Macht. Genau wie die Privilegien. Nach den Krönungsfeierlichkeiten haben wir nun wichtige Ämter vergeben, sprachen auch manche Ernennung aus. Jetzt kommt er zur Sache. Das waren alles nur Lehen, my Lords. Diese Lehen laufen nun ab. Das ist keine Ratssitzung, eher eine Auktion. Der König hat uns begnadigt. Wir sind freie Männer. Matsch, hör auf mich. Trau dem König nicht. Sag das auch Robin. Sag ihm, er soll dem König nicht trauen. Aus, er soll gemacht. Sehr gut, John. Jetzt wissen die, was man alles mit einem Knüppel anfangen kann. Du bist gut, John. Was ist denn los? Sie fressen euch aus der Hand. So was passiert. Ja, ging ja noch mal gut. Hier, nimm den. Das war ein schlechtes Omen. Schlechtes Omen? Unfug, mir ist nur die Sehne des Bogens gerissen. Danke. Schönes Fest, lieber. Verlassen. Er wird schon zurückkommen. Nein. Er ist für immer gegangen. Wir werden ihn nicht wiedersehen. Wieso denn? Möglicherweise sieht er vieles klarer als du. Was soll denn das heißen? Du bist Richard auf den Leim gegangen, so ist es doch. Achso, hör mal, ich verstehe kein Wort schon. Er hat uns doch begnadigt. Ja, ja, stimmt schon, aber alles hat seinen Preis, hat er selbst gesagt. Jetzt hör doch mal auf mich, Charles. Nein, ich habe es satt, auf dich zu hören. Er hat dich nur benutzt. Er hat uns alle benutzt, weil er den Sheriff erniedrigen wollte, indem er uns schmeichelte. Was ist denn daran so schlecht? Ist dir das tatsächlich nicht klar? Nein. Wir sind sein Spielzeug. Die Wölfe, die der listige Löwe Richard fing uns hemmte. Das heißt schon. Du bist geblendet von ihm, nicht wahr? Er braucht nur mit dem Finger zu schnippen und du rennst um seine Füße rum wie ein Hündchen. Du! Ja, erzähl uns ein paar komische Geschichten, Robin. Zeig uns Kunststücke mit dem Schwert und deine Geschicklichkeit mit dem Bogen und sag uns, wie wir das Land regieren sollen. Der hört doch gar nicht zu, wenn du was sagst. Ich weiß, dass er zuhört. Hinter deinem Rücken lacht er über dich. Das tun sie doch alle. Denkst du, England bedeutet dem was? Wie lange war er denn wirklich im Lande? Ein paar Monate und er ist wieder weg, sag ich dir. Aber das reicht ja, um das Volk auszunehmen. Du warst ein Leibeigener und jetzt bist du ein freier Mann. Ja, ich darf für ihn in der Normandie krepieren. Das hätte uns auch in Sherwood Forest passieren können. Ja, wenn es schon sein muss. Ich bin dir treu gefolgt. Du warst immer der Behütete. Hörns Sohn. Die geheime Hoffnung des Volkes. Und jetzt... Jetzt bist du der Hofner des Königs. Little John! Matsch, ruf Martin! Wo ist Will? Er sagte, du sollst ihm nicht trauen. Dem König, meine ich. Ich habe eben Little John und Martin gesehen. Wo sind die denn hingegangen?
Robin, warum hat Little John geweint? Will hat dir das hier mitgeschickt? Der ist vom Herrn. Ich warne dich vor dem Löwen, der erzeugt wurde von der Teufelsbrut. Verlässt du mich auch, Tag? Nein, Robin. Und ich schon gar nicht, meine kleine Blume. Der König verlängerte des Sheriffs Amtszeit. Ich hatte es vorausgesagt, aber das ist noch nicht alles, bei weitem nicht. Der große Rat tritt zusammen und sie beraten, wie man das Volk ausquetscht. Ich sage dir, nun wird es schlimmer als je zuvor. Ich rede mit dem König. Augenblick, du willst in die Höhle des Löwen gehen? Hältst du dich für Daniel? Robin, Tuck hat recht. Wieso sollte er auf dich hören? Er muss es sich zwingen dazu. Der Rat hat entschieden, John Graf von Mortain hat innerhalb von 40 Tagen dem Ruf des Königs Folge zu leisten. Sollte er nicht erscheinen, dann wird er seiner Güter... Auf ein Wort, mein König! Hat dich jemand gerufen? Nein, Sir. Dann stör uns nicht. Aber Majestät... So hört es, seine Majestät! Ich weiß, dass seine Majestät das offene, ehrliche Wort schätzt. Die Armen haben willig das Lösegeld bezahlt. Wie könnt ihr jetzt noch mehr von ihnen verlangen? Du rügst also deinen König. Du rügst ihn als gewöhnlicher Hofnarr. Nun gut, ich nehme dir dein Schwert. Und ich gebe dir eine gewöhnliche Schweinsblase, damit du mich prügeln kannst. Nein, Robin. Ich will dich nicht kennen. Gib mir deine Stärke und deinen Mut. Nicht wahr, my lords? Ich will den Sheriff heute Abend sehen. Es war alles falsch. Von Anfang an. Er ist wahnsinnig. Nur der Krieg zählt für ihn. Er saugt das Volk aus und braucht dazu solche Kreaturen wie den Sheriff. Seid ihr mir treu, Dorino? Können wir euch vertrauen? Nehmt mein Leben, Sir. Ich glaube, das wird nicht nötig sein. Ihr kennt unsere Großmütigkeit. In der Tat, Majestät. Manchmal geht es zu weit. Majestät? Dieser Gesetzlose, Robin Hood, ihr saht ihn doch heute. Seine Arroganz. Es könnte da Schwierigkeiten geben, Durin. Das könnte es, mein König. Sogar mit Sicherheit. Er hat sein Leben verwirkt. Ich will, dass sie alle sterben. Alle. Die meisten haben ihn verlassen, Sir. Nur das Mädchen, der Mönch und der blöde Knabe sind noch da. Nun, das macht die Sache leichter für euch. Ja, mein König. Aber niemand darf es erfahren. Ihr begreift doch, ich habe ihn begnadigt. Es ist wichtig für uns, dass diese Begnadigung dem Volk im Gedächtnis bleibt. Natürlich. Und wer wird es tun? Sir Guy von Gisborne. Ist er verschwiegen? Ja, my lord. Er wird sich damit ein Stück Land verdienen. Sehr großzügig, mein König. So großzügig auch wieder nicht. Ich denke an Wales. Nun, wir legen die Abwicklung in eure Hände. Danke, my lord. Lass mich los! Robin! Hilf mir doch! Lasst ihn in Ruhe! Er ist doch noch ein Kind! Der kann sich nicht mehr... Den Mönch und den Knaben auf. Holt die Leiter runter. Wir kämpfen weiter für die Armen! Tod den Unterdrückern! So entstand die Legende von Robin Hood. Wir werden morgen früh nach Nottingham reiten. Warum nicht heute Nacht? Weil wir erwartet werden. Gisborne weiß, dass wir versuchen werden, Little John zu befreien. Also wird er die berittenen Patrouillen verstärken und vermutlich auch die Wachen. Morgen ist Markttag, wie ihr wisst. Da wird die Stadt von Menschen nur so wimmeln. Deswegen haben wir morgen eine viel größere Chance. Guy of Gisborne an Robert de Renault, den edlen Sheriff von Nottingham. Meine Ehrerbietung. Ich gebe kund und zu wissen, dass am heutigen Tage John Little aus Heathersage, auch bekannt als Little John. My Lord. Was ist man? Mein Gebieter ist in Newark und er befiehlt, dass ihr alles für seine morgige Ankunft vorbereitet. Er befiehlt?
Ich bin Peter de Leon, Seneschall des höchst wohlgeborenen Prinzen John, Count of Mortain und Lord of Closter. Prinz John? Aber ich dachte, er war bei seinem Bruder, dem König, in Frankreich. Aber der Sheriff ist gerade in Westminster. Vertretet ihr ihn nicht? Doch, aber ich bin Soldat und kein Höfling. Der Prinz ist auch Soldat, wie ihr. Ja, das weiß ich. Ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Ich fühle mich geehrt, ihn empfangen zu dürfen. Es betrifft mehr die Einzelheiten. Deswegen hat er mich vor Ort befohlen. Obwohl ich davon überzeugt bin, dass ihr meiner nicht bedürft. Nichtsdestoweniger... Genau. Es betrifft die persönlichen Dinge. Was pflegt er zum Beispiel zu speisen? Sein Koch reist mit ihm. Er bereitet jede Speise und kostet sie vor. Natürlich. Findet der Prinz an Musik gefallen? Nicht besonders. Er zerstreut sich auf andere Weise, aber auch diese Zerstreuung reist mit ihm. Wieso besucht er Nottingham? Das wird er euch vermutlich selbst sagen. Aber wenn nicht, dann fragt ihn auch nicht. Zweimal die Woche pflegt er zu baden. Wozu in aller Welt? Er ist es so gewöhnt. Das ist außergewöhnlich. Er ist ein außergewöhnlicher Mensch. Was ich noch sagen wollte, wie bringe ich euch das bei? Wenn er irgendwie verärgert scheint, zieht euch zurück. Zurückziehen? Auf der Stelle, verbeugt euch und geht. Aber wieso? Es ist sicherer. Da wäre noch ein letztes, Sir Guy. Die Schlossmauern. Die Schlossmauern? Sie machen den Eindruck, als ob sie langsam zerfallen. Es wäre empfehlenswert, mit der Ausbesserung zu beginnen, bevor Prinz John eintrifft. Er neigt dazu, so etwas zu sehen. Auf morgen, Sir Guy. Der höchst wohlgeborene und tapfere Prinz John, Count of Mortain und Lord of Closter. Wir hatten erwartet, dass Sie uns bei unserer Ankunft begrüßt. Ihr werdet einen Boten nach St. Mary's schicken, der Abt Hugo herbeordern soll, ja? Ja, mein Lord. Ich habe von diesen Banditen gehört, Gisburn, und von euren armseligen Versuchen, ihn zu fassen. Aber ich werde ihn kriegen, mein Lord. Gerade jetzt. Der König begnadigte diesen Mann, ja? Ja, mein Lord, aber Robin Hood hat sein Wort gebrochen. Er hat versucht, mich zu ermorden. Ich habe nicht das geringste Interesse an eurer persönlichen Fehde. Und die Tatsache, dass ihr Dürrenos Protégé seid, wenn das alles ist, was ihr seid, kümmert mich nicht. Wirklich nicht. Aber wegen eurer Unfähigkeit sind Gefangene aus den Verließen eines königlichen Schlosses entkommen. Ihr solltet sie bewachen und nicht laufen lassen. Ihr mögt jetzt vielleicht annehmen, eure besondere Stellung bewahre euch vor den Folgen dieses Fiaskos. Aber ich bin des Königs Bruder und eines Tages, wer weiß, was ich einmal sein werde. Lasst euch gesagt sein, ich vergebe nichts, ich verzeihe niemandem. Wache, bringt ihn in die Verließe, die er so erfolgreich gelehrt hat. Aber, mein Lord, der Plan! Ich warte, mein Lord, ich lasse dich auspeitschen! Aber ihr müsst mich anhören, mein Lord! Schafft ihn weg! De Leon. My Lord. Solange ich hier bin in Nottingham, werdet ihr als Sheriff dienen. Wachen! 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 Wachen, hört ihr mich? Ich befehle euch zuzuhören! Hört ihr mich, ihr elender Abschaum? Wo ist der Hauptmann der Wache? Holt ihn! Holt ihn, ihr Hunde! Schau, Arthur, es regnet. Willkommen, Abt. Euer Hoheit, my Lords. Abt, setzt euch. Wo ist Gisburn, my Lord? Ich habe ihn abberufen. Abberufen? Nicht von dieser Welt, Abt, obwohl ich gestehe, dass ich dazu versucht war. Bis ich Nottingham verlasse, wird er bleiben, wo er ist. Nun, my Lords, die Sorge um die Sicherheit dieses Reiches und seiner Krone hat mich aus der Normandie zurückgeführt. Wie ihr wisst, hat jede Provinz des Angevinischen Reiches, was die Erbfolge betrifft, seine eigenen Gesetze. Dadurch wird alles sehr schwierig. Ein Oberhaupt durch Erbfolge ist nie eindeutig festgelegt worden. Und viele der englischen Barone sind bestenfalls unentschlossen.
Ich bin aufrichtig besorgt, dass, falls mein Bruder der König im Kampf fallen sollte durch seine eigene Verwegenheit, und er setzt sich unsinnigen Gefahren aus, dass, falls er ohne einen Nachfolger zu benennen fallen sollte, ein neuer Bürgerkrieg auf dieses Land zukäme und daran würde das Reich zerbrechen. Deswegen habe ich euch rufen lassen, Abt. Die Kirche hat beträchtlichen Einfluss auf die Barone, ja? Bisweilen, my Lord. Bisweilen? Das klingt nicht sehr überzeugt. Dann werde ich euch überzeugen. Wir könnten ein Ratespiel spielen. Wie wär's, Abt? Wer ist es? Jemand, der mir eure Hilfe sichern wird, gewisse Barone davon zu überzeugen, dass ich der rechtmäßige Thronfolger bin. Hugo! Aus dem Reich der Toten. Ein Gefangener, der steht dir nahe. Wer ist der Gefangene? Rette ihn. Wer ist er? Rette ihn. Wer ist er? Wieso war er verhüllt? Ich weiß nicht. Das muss was mit Fritz John zu tun haben. Matsch. Und, was hat das mit uns zu tun? Nun, er muss der Mann sein, von dem Hearn sagte, wir sollen ihn retten, nicht Little John. Wieso sollen wir ihn retten? Wir wissen doch nicht einmal, wer er ist. Es war der Westturm, nicht wahr, John? Das haben Sie wenigstens gesagt. Ja. Sie führten ihn wie ein Lamm zur Schlachtbank. Es muss einen Weg geben. Es gibt doch einen. Da ist David, Earl of Huntington. Die Earls of Derby und Warwick und William de Mowbray, das sind die schlimmsten von den Andersdenkenden. Keiner von denen mag mich, die sind alle nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Ihr werdet sie erleuchten, nicht wahr, Abt? Ja, my Lord, das werde ich. Gut. Sollt euren Wachen, sie sollen die Waffen niederlegen. Du Schurke, hast du keinen Respekt vor der Kirche? Ich gerne ihr angehört. Na los! Legt eure Waffen nieder! Schmoren sollst du dafür in der Hölle. Now, Hugo. Wir haben da ein paar Fragen. Und wenn wir die Antworten bekommen, dann werden wir Gisburn mitteilen, dass wir euch haben. Und dass wir ein fettes Lösegeld für euch fordern. Gisburn könnt ihr gar nichts mitteilen, nicht solange er... Nicht solange er was? Was ist passiert mit dem armen kleinen Jungen? Wo ist Gisburn? Na schön. Ich werde euch diese Frage bestimmt nur noch einmal stellen. Was ist mit Gisburn passiert? Er ist abgesetzt worden. Was? Gisburn? Wo ist er? Er wurde ins Verlies geworfen. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Wieso hat man Gisburn ins Verlies geworfen? Wegen dem, was im Steinbruch geschehen ist. Wie glaubst du, geht's Mark? Rechnen wir mit allem. Denkst du, er ist tot? Er ist tot oder ihr Gefangener. Prinz John hat einen Gefangenen, das ist doch richtig, Hugo. Hm? Wer ist er? Ich weiß nichts von einem Gefangenen. Ich habe ihn gesehen. Ihr sollt mich nicht anlügen, Abt. Das ist eine Sünde. Hat Prinz John nach euch geschickt? Er wollte euch sicher seinen Gefangenen zeigen. Wieso, Abt? Welche Bedeutung hat er für euch? Wieso wird sein Gesicht versteckt? Hör zu! Ich werde dir jetzt eine kleine Frage stellen. Robin, überlass ihn mir. Du augenverdrehender, gottverdammter Heuchler! Wer ist der Gefangene? Wer ist es? Ich sag es! Ihr Vater! Wessen Vater? Ihr Vater! Sir Richard of Leaford. Mein Vater ist tot. Es ist die Wahrheit, ich schwöre. Er ist tot. Nein, die Sarazenen nahmen ihn gefangen. Er lebt. Steht auf. Wie lange wisst ihr das schon? Seit gestern. Oh, Lügner, ihr habt das schon die ganze Zeit... Nein, das ist die Wahrheit. Lügner, die ganze Zeit habt ihr es gewusst. Er wurde freigelassen, als Saladin
starb. Man hat den König danach in Österreich als Geisel festgehalten. Und als euer Vater nach England zurückkehrte, da war Prinz John ihn gefangen. Was ist das? Eine von Abt Hugos Wachen, my Lord. Was ist passiert? Sie wurden überfallen von Robin Hood. Der Abt ist jetzt sein Gefangener. Gott verdammt! Ich höre nichts anderes als Robin Hood, seitdem ich in Nottingham bin! Was sind das für Menschen in dieser inneren Grafschaft? Sind das alles Schafe? Delio! Ja, my Lord. Kriegt ihn zu fassen! Ja, mein Lord, aber es ist leider... Jetzt fangt ihr schon genauso an wie Gisburn! Wollt ihr ins Verlies zu ihm? Nein, nein, mein Lord, aber in der Nacht wird... Ja! In der Nacht! Delio, wenn sie euch am wenigsten erwarten, zeigt mir, dass ihr Mut habt! Fangt ihn oder bringt ihn um! Bringt sie alle um! Wo war der Überfall? Dagmar. Hauptmann! Die Mönche sollen sich um seine Wunden kümmern. Ja, mein Lord. Delio! Enttäuscht mich nicht, Delio! Ja, mein Lord. Komm schon und helf uns! Bist du da unten, Mark? Little John? Ist das Gisburn bei dir? Ja. Dann leg ihn schlafen, Junge. Komm schon! Sir Richard? Ja. Wer seid ihr? Mein Freund. Der Gefangene aus dem Westturm ist entflohen. Dummköpfe! Na! Dummköpfe! Unfähige Dummköpfe! Tag. Will ist verletzt. Marion. Nein, nicht weinen. Ich ertrage es nicht, wenn du weinst. Ich dachte immer, du seist tot. Ich dachte manchmal selbst, ich sei tot. Und dann warst du nur mehr ein Traum. Und ebenso England. Wie sieht's aus? Es wird heilen. Marion, ich hörte... Du lebst mit Geächteten zusammen. Du seist sogar mit einem verheiratet. Einem Robin Hood? Ist das wahr? Ja, Vater. Robin Hood, ihr seid kein unfreundlicher Mann. Ihr habt gütige Augen. Ihr habt keine Freude am Töten. Wer seid ihr? Ich bin der Sohn von Aelrich of Luxley, der ermordet wurde vom Bruder dieses Abtes. Aelrich, ich kannte ihn. Ein Rebell wie ihr. Nun zu dir. Du hast schon als kleines Kind getan, was du wolltest. Was bleibt mir da anderes übrig, als euch meinen Segen mitzugeben? Danke, Vater. Niemals wäre so etwas zu meines Vaters Zeiten vorgekommen, der Leon! Wo ist Abt Hugo? Bei Robin Hood! Bei Robin Hood! Robin Hood! Er lacht über mich! Und ganz Nottingham lacht mit! Ich hätte euch nicht beauftragen sollen, Delion! Ihr seid ein Schwätzer! Was habt ihr dazu zu sagen, Delion? Aber, my Lord, ihr hattet mir doch befohlen, ich sollte ihn... Was? Ich sollte ihn ins... Ins Verlies mit ihm! Schafft ihn weg! Jemand muss Sir Richard nach Frankreich geleiten. Ich bin kein Seemann, Robin. Das ist keiner von uns. Mark ist einer. Ich werde gehen. Du kannst Marion nicht verlassen und Nasir würden sie töten. Also trifft es mich. Wie auch immer, ich schulde es dir. Danke. Wie lange wollt ihr mich hier noch festhalten? Bis Sir Richard sicher in der Normandie ist. Ihr wollt zum König? Ja, ich muss ihn vor Johns Falschheit warnen. Und ich werde meine Ländereien zurückfordern. Geil.
keine Angst, wir passen schon auf euch auf. Als ob er aus Gold wäre. Er wird bald zu Gold, wenn wir das Lösegeld haben. Nachrichten! Nachrichten aus der Normandie! Mein Lehnsherr. Was sagtet ihr? Mein Lehnsherr. Mein Bruder. Durch einen Pfeil getötet. Im Kampf um Chalus. Er bestimmte mich zum König. Er bestimmte mich zum König! Zum König! Zum König! Gott schütze den König! Gott schütze König John! Gott schütze König John! Gott schütze König John! Jetzt wird alles anders. Ja? Ich bin Hubert de Giscard, Sheriff. Herold des Königs. Ich habe euch etwas zu sagen. Ich denke, ich komme dann gleich zum Punkt. Der König will, dass ihr dem Geächteten ein Ende bereitet. Robin Hood. Und möglichst schnell. Ach, möglichst schnell. Sehr gut. Und wie? Wie ihr das macht, interessiert ihn nicht sonderlich. Es bekümmert ihn allerdings, My Lord Sheriff, dass der Name Robin Hood so etwas wie ein Symbol für Widerstand gegen die Autorität von König John geworden ist. Ich bin mir dessen bewusst. Bitte lass und ich mich ausreden. Ihr seid ja nun allein nicht verantwortlich für diese Situation. Und der König ist nicht bereit, sie länger zu tolerieren. Das heißt, wenn der Geächtete nicht innerhalb eines Monats stirbt, werdet ihr eures Amtes enthoben und dürft des Königs Feinde in der Normandie bekämpfen. Euer Erfolg allein wird entscheidend sein. Nichts anderes wird die Entscheidung beeinflussen. Dann werde ich mich bemühen, seinen Wünschen zu folgen. Oh nein, ihr werdet gehorchen, mein Lord. Oder alles verlieren. Ihr habt verstanden? Oh ja, Giscard. Ich verstand euch gut. Ihr habt euch vollkommen klar ausgedrückt. Dann wünsche ich euch eine gute Jagd. Sheriff? Tuck hat uns eine besonders gute Pastete versprochen, wenn wir nach Hause kommen. So langsam wird er ein sehr guter Koch. Ja, das Kochen macht ihm richtig Spaß. Na, ich glaube, das Essen noch mehr, wie ich ihn kenne. Robin, komm zu mir. Robin, komm. Geh zurück zum Lager. Ich komme später nach. Dann werden also Cedrics Männer hier sein. Und sollten sie doch dann einen Ausbruch versuchen, dann wird es sehr sportlich. Wir werden die Hunde loslassen. Wir werden sie jagen wie Hasen, bis sie vor Erschöpfung umfallen. Edward aus Wickham, mein Lord. Das ist sein Sohn Matthew. Ich habe Männer im Dorf zurückgelassen. Niemand kann dort weg. Du fragst dich sicher, was ich vorhabe. Nicht wahr, Edward? Du bist ein Unruhestifter. Du unterstützt Robin Hood. Du und deine Leute in eurem Dorf, ihr habt diesem Geächteten seit langem geholfen. My Lord, davon weiß ich nichts. Lüg mich nicht an, du bist Abschaum! Ich weiß es! Du erinnerst dich bestimmt an Locksley. Das war ein Rebellendorf, nicht wahr? Aber da, wo es mal stand, wuchert jetzt nur noch Unkraut. Und nun habe ich mein Auge auf Wickham geworfen, mein Freund. Und heute Nacht werde ich alle Frauen und Männer und Kinder dort entfernen lassen. Die Männer verkaufe ich an Ranulph of Chester. Er braucht immer Soldaten. Der Rest kann meinetwegen betteln gehen. Das ist unmenschlich. Ja, sicher. Das ist es. Unmenschlich. Und du hast die Verantwortung dafür. Das wird dich ewig verfolgen. Ich werde dich damit weiterleben lassen. Und er könnte auch am Leben bleiben. Immer vorausgesetzt, dass ihr beide genau das tut, was ich euch sage. Du willst doch sicher, dass ihm nichts geschieht, nicht wahr? Er hat nie etwas Böses getan. Er ist dein Sohn und er lebt in Wickham. Also, ich bin sicher, dass du deinen Vater über alles liebst. Und du willst doch wohl auch nicht, dass ihm irgendetwas Schlimmes passiert. Dann kannst du doch auch eine Nachricht überbringen, nicht wahr? An Robin Hood. War ganz verängstigt. Es gibt Schwierigkeiten, Robin. Ja, aber was kommt da nun wieder auf uns zu? Das werden wir bald wissen. Du wirst sie willkommen heißen. Wie immer. Und versuch bloß nicht, sie zu warnen.
Denk immer an deinen Sohn. Es sieht alles ruhig aus. Ja. Jetzt haben wir sie. Los, weg da! Eine Falle! Lass sie nicht entkommen! Ihr seid unfähig. Warum habt ihr ihn entkommen lassen? Keine Angst, mein Lord. Ich krieg ihn schon. Nein, das schafft ihr nie. Ihr bleibt hier und bewacht die anderen. Ich werde ihn mir selbst greifen. Mit den Hunden! Vorwärts! Ja, mein Lord. Wer ist der größte Feind und wo ist er? Immer nahe bei dir, manchmal an deiner Schulter. Komm schnell, wir müssen weiter. Na komm schon, Tag. Los, los! Lass mich hier, ich kann nicht mehr. Na gut. Wir werden ihn verstecken. Da drüben. Na, komm hoch, Mary! Da wird dir nichts passieren. Die Hunde werden unsere Spur verfolgen. Na, lauft schon. Verschwindet endlich. Macht euch um mich keine Sorgen. Also los. Weiter! Wir haben die Spur verloren, mein Lord. Dann geht an beiden Seiten des Ufers entlang, bis ihr sie wiederfindet, ihr Teufel. Ja, mein Lord. Da ist Nasir. Nasir. Schnell, komm. Nasir. Nasir, Nasir. Die Männer des Sheriffs sind im Dorf. Schnell, komm. Gelockt. Sarazene! Eine falsche Bewegung und sie sind tot. Warum bleiben wir nicht hier und kämpfen gegen sie? Nein, das geht nicht. Es sind so viele, da haben wir keine Chance. Und außerdem wissen sie, wo wir sind. Nein, wir müssen aus dem Wald raus. Was waren das für Männer, mit denen du weggegangen bist? Hashishiyun. Oder wie ihr es nennt, Fanatiker. Mörder. Ja, sie kämpfen und töten, wie ihr auch. Für ihren Glauben. Was wollten sie von dir? Ich war einer von ihnen. Aber jetzt habe ich mich losgesagt. Und das haben sie zugelassen? Sie hatten keine Wahl. So. Jetzt haben wir sie gestellt. Lass wieder zurück! In Deckung! In Deckung! In Deckung! Zurück! In Deckung! Dieser verdammte Hund! Die waren schon immer treffsicherer mit ihrem verfluchten Langbogen! Was werden sie denn jetzt tun? Wir sind hier außer Reichweite der Armbrüste. Und ich glaube, sie haben eine Menge Respekt vor meinem Langbogen. Jetzt ist es eine Frage der Zeit. Werden wir sterben? Irgendwann schon. So habe ich das nicht gemeint. Ich weiß. Wir sind noch nicht am Ende. Andrew, geh mit deinen Männern auf die andere Seite des Hügels. Greift sie von hinten an. Also, wenn ich es dir sage, dann gehst du mit Marion los. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Ihr werdet gut durchkommen, wenn ich euch Deckung gebe. Dann geht ihr auf dem schnellsten Weg nach Sherwood. Und dort versteckt ihr euch, bis es dunkel wird. Aber was machst du denn? Ich werde später zu euch schlussen. Wann? Später. Aber du kommst bestimmt, nicht? Das verspreche ich. Na, dann mach ich so. Gut, hör zu. Du lässt unsere Freunde da nicht aus den Augen. Wenn sich einer von denen bewegt, rufst du mich sofort. In Ordnung. Ich werde dich nun um etwas bitten, was du sicher nicht gern tust. Aber es ist die einzige. Ich werde dich nicht verlassen, wenn es darum geht. Nein, ich bleibe hier. Hier. Ich dachte, du hättest mehr Mut. Mut wozu? Weiterzuleben. Sterben ist leicht. Ich bitte dich zu leben, denn dieser Weg ist vorgezeichnet. Es gibt so viel, was ich dir noch zu sagen hätte. Aber die Zeit hat mich eingeholt und nun werde ich es nicht mehr sagen können. Ich habe dich geliebt vom ersten Augenblick, als ich dich sah, bis zum heutigen Tag. Siehst du? Er hat Männer ins Tal runtergeschickt. Ganz klar.
Die werden uns bald umzingeln. Und dann ist euch der Fluchtweg abgeschnitten. Ihr müsst jetzt gehen. Robin! Ich brauche jetzt Freiwillige! Holt ihn! Also ist er entkommen? Nein, Gisper. Er ist tot. Wo ist der Leichnam? Ihr zweifelt? Ihr denkt, ich lüge? Fragt die Männer, die ihn getötet haben. Ich verstehe das alles nicht. Hör zu, Gisper. Ich bin müde und hungrig. Ich habe sehr lange im Sattel gesessen. Sein Leichnam ist in Sherwood. Es wäre doch wichtig, dass ihn jeder in Nottingham sieht. Hier würdet ihr durch die Straßen karren, was? Wozu sollte das gut sein? Sie würden es nicht mal glauben, wenn wir seinen Kopf über dem Tor aufpflanzen würden. Das ist wieder nur ein Trick, würden sie sagen. Das ist nicht Robin Hood. So ist das, Gisburn. Sie glauben nur, was sie glauben wollen. Ich habe interessante Neuigkeiten für euch. Euer unbesiegbarer Anführer ist tot. Die Männer des Sheriffs haben kurzen Prozess mit ihm gemacht. Was sagt ihr dazu? Nichts? Das überrascht mich. Nicht, dass es mir viel ausmacht. Ihr werdet ja morgen um diese Zeit vereint sein. Nein, nein, das glaube ich nicht. Er will uns in die Hölle schicken, in dem Glauben, dass Robin tot ist. Was ist mit Mary und Mutch? Was meinst du? Wieso sagt er uns nicht, dass alle tot sind? Das wäre doch noch ein größerer Triumph für ihn. Nein, ich glaube, es stimmt. Er ist tot. Ich bin Hörn der Jäger und du bist ein Blatt, das vom Wind getrieben wird. Hörn ist ein Geist. Und du? Ich bin ein Mann. Ja, ein Mann. Beantworte mir meine Frage. Wie bist du hierher gekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da war eine Stimme. Da war eine Stimme. Und was hat diese Stimme zu dir gesagt? Antworte. Sie hat gesagt, nichts ist vergessen. Nichts wird jemals vergessen. Dann ist er frei. Niemand ist frei. Was bedeutet das? Der Behütete wird wieder in den Wald kommen. Dort mit Herrn dem Jäger zusammentreffen. Und als sein Erwählter tun, was er ihm sagt. Spann den Bogen. Warum? Du musst ein Ziel haben. Du brauchst ein Ziel, damit du dich beweisen kannst. Sauf nicht so viel! Zieht bloß kein langes Gesicht, Mann. Nicht oft haben wir solche Erfolge gegen einen Haufen Rebellen. Die Männer haben ein Recht darauf, diesen Tag zu feiern. Wann gehen wir endlich nach Nottingham? Wenn ich hier fertig bin. Warum seid ihr so nervös? Habt ihr Angst, dass das Mädchen und der Kleine uns angreifen werden? Die Geächteten haben viele Sympathisanten. Sympathisanten tun nichts weiter als sympathisieren, Gisper. Entspannt euch mal. Wir haben gesiegt. Was ist denn das? Hältst du das für Mäuse oder was? Ist es Robin? Ja. Oh. Gisbern hat gelogen. Ja. Hey, du Schwein. Komm her. Jetzt doch. Ihm helfen. Wie soll ich denn? Lass mich hier.
Sie haben meinen Sohn umgebracht. Er hat uns erzählt, dass du tot seist. Genau. Also dann, Gisburn, ab nach Nottingham. Holt die Gefangenen. Aufbruch! Los mit der Sauferei! Aufbruch! Holt die Gefangenen. Die Gefangenen fliehen, mein Lord! Die Gefangenen! Ja! Greift an! Warum greift ihr nicht an? Und er hat gesagt, er ist tot. Tötet diesen Mann. Bringt ihn um. Schieß doch! Schieß! Ganz gleich, wer er ist nicht Robin Hood. Da gibt es offensichtlich keinen großen Unterschied, oder? Weil er da ist, sind die Geächteten wieder in Sherwood. Aber wer ist er, Gisbel? Wer ist er? Ich weiß es nicht. Aber die Männer glauben zu wissen, wer er ist. Und gerade als ich begann zu glauben, es sei alles vorbei. Wie dumm von mir. Nichts ist vorbei. Es wird auch niemals vorbei sein.